Schäfer gegen Heiko Mill. Mill schlägt auf. So. 2-1 in Sätzen für Mill und 8-8. Jetzt natürlich die Karten gut gemischt für Mill. Er kann diesen Satz verlieren und ist trotzdem noch im Spiel. Satzball zum 2-2 für Schäfer. Und da ist es soweit. 2-2. Eine ganz grandiose Leistung übrigens für den jungen Schäfer. Ich glaube, der ist noch U14, ist da einer der besten in Bayern. Denn Heiko Mill, wie wir alle wissen, hat eher eine unkonventionelle Spielart, arbeitet eher mit viel Schnittvariationen. Besonders der Aufschlag, ganz schwer zu lesen, auch für erfahrene Spieler. Das macht er ganz gut bisher, was ich gesehen habe. Schäfer, dass er die einfach so mal sicher rüberhebt, ohne großes Risiko. Ja, und jetzt wüsste ich natürlich gerne, was ihm da sein Coach rät. Denn den Heiko muss man eigentlich schon ganz gut kennen, um da relativ gut coachen zu können. Da kann man auch mal schnell daneben liegen. Versuchen wir gut, auf die Mitte oder auf den Körper zu spielen. Thank you.
Ha ha ha!